Am 13.08.2024 fand eine wichtige Pressekonferenz der Volkshilfe Burgenland in Güssing statt, bei der Direktor Erich Fenninger und Präsidentin Verena Dunst über die Schulstartaktion der Volkshilfe sowie die aktuellen Initiativen zur Unterstützung der Menschen in Burgenland und in ganz Österreich sprachen. Ein zentrales Thema der Pressekonferenz war die diesjährige Schulstartaktion, die sich erneut als wesentlicher Bestandteil des Engagements der Volkshilfe für sozial benachteiligte Familien erwiesen hat. Diese Aktion, die jedes Jahr vor Beginn des neuen Schuljahres stattfindet, zielt darauf ab, Kinder aus einkommensschwachen Familien mit den notwendigen Schulmaterialien auszustatten. Im Burgenland erhielten zahlreiche Familien Unterstützung, um den finanziellen Druck zu lindern und Chancengleichheit im Bildungssystem zu fördern. Direktor Erich Fenninger hob die Bedeutung dieser Aktion hervor und betonte, dass Bildung der Schlüssel zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung sei. Kein Kind darf aufgrund der finanziellen Situation der Eltern benachteiligt werden. Die Schulstartaktion ermöglicht es uns, ein wichtiges Zeichen zu setzen und den betroffenen Familien direkt zu helfen. So Fenninger. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren seitens der Medien, ich darf Sie sehr, sehr herzlich begrüßen hier im Sonnenmarkt bzw. in der Schatzgrube. Wir werden heute, und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie alle gekommen sind, wir werden Ihnen heute, und das tue ich nicht allein, sondern mit dem Bundesgeschäftsführer, Herrn Direktor Erich Fenninger, ein bisschen zurückblicken, aber vor allem auch über neue Initiativen, Situationen der Menschen, die zu uns hierher kommen, diese Pressekonferenz gestalten. Ich darf beginnen und darf dann gleich auch nachher an den Herrn Direktor Geschäftsführer Fenninger übergeben. Meine Damen und Herren, wir haben diese Pressekonferenz, und ich hoffe, es ist für Sie nicht störend, wirklich in den Normalbetrieb gesetzt. Weil dass Sie sehen, Menschen kommen in der Früh, Menschen kommen am Freitag ganzen Tag und wir sind immer wieder voll, erfreuen uns des besten Absatzes, und genau um das geht es und soll es auch sein. Und daher ist es schön, dass Sie das auch sehen. Jeder Markt, ich habe die gleiche Situation in Oberbullendorf, dort gibt es auch diesen kombinierten Sozial-Sonnenmarkt mit der Schatzgrube. In Oberwart, weil das früher war, ist es getrennt. Und in Jennersdorf sind wir gerade übergegangen, dazu zu den Leuten zu fahren mit einem Bus. Jedes System hat etwas für sich, aber im Fokus steht immer natürlich, dass es wichtig ist, dass die Menschen das annehmen, dass sie sich trauen. Es steht vielen zu. Die Einkommensgrenzen sind sehr hoch, sodass ein Drittel mindestens unter diese Einkommensgrenze fallen. Und bei den Pensionisten sind das weitaus mehr als die Hälfte. Ich beginne mit etwas, was uns Sorge macht, uns beiden. Wir haben uns vor einer halben Stunde getroffen und haben darüber geredet, jetzt ist der Sommer Gott sei Dank noch da, aber jetzt kommt der Herbst. Was bedeutet der Herbst und wie ist das dann organisiert? Wie geht es den Menschen mit Schulstart, mit Schulbeginn? Aber gestatten Sie mir, die Marktleiterin kurz noch zu begrüßen. Diese Märkte führt überall eine Marktleiterin, die die Volkshilfe bezahlt, die bei uns angestellt ist. In dem Fall ist es die Frau Angelika Selte. Danke für eine großartige Arbeit. Dankeschön. Wir bekommen vom AMS weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Warum? Weil ja wir auch jeden Tag in die Märkte fahren, entweder das abholen, Möbel abholen und vieles andere. Deswegen brauchen wir auch vom AMS die Unterstützung. Vielen Dank. Danke. Ich komme zum Herbst zurück. Herbst bedeutet, was wir uns jetzt wieder wahrscheinlich nicht vorstellen können, für viele schon ganzen Sommer Sorgen. Warum? Schulstart bedeutet, dass jetzt wieder jede Menge Kosten auf die einzelnen Familien zukommen. Die Monika deutet mir, ich bin nicht ordentlich angezogen. Weg. So funktionieren wir. Ja, toll. Bevor es mir noch weiter so schäler anschaut, habe ich kurz unterbrochen. Verzeihung. Nein, ist wichtig, dass ich ordentlich ausschaue. Bin heute um 5 Uhr aufgestanden,
Das war eindeutig zu früh für mich. Schulstart bedeutet also ganzen Sommer Sorgen. Und deswegen haben wir vor Jahren, und jetzt geben wir jedes Jahr Stück für Stück die Schulstartaktion zur Verfügung. Als Familienlandesrätin habe ich damals die Schulstartaktion seitens des Landes eingeführt. Meine Nachfolgerin, die Frau Landesrätin Magistra Winkler, hat das eh aufgestockt, weil das Leben ja immer teurer wird. Wir haben aber selber von der Volkshilfe eine Schulaktion. Und ich kann Ihnen sagen, es sind bestimmte Tage, und ich bin jeden Tag im Büro in Güssing oder halt woanders, es kommen jeden Tag Leute, die sich einfach die Gutscheine abholen, mit denen sie einkaufen können. Und die sind jetzt schon unterwegs, weil sie schauen, wo ist es günstiger. Also das macht Sorgen. Und ich sage Ihnen als Pädagogin, aber als Mutter und als eine, die ständig jeden Tag Beratungen macht, ich sage Ihnen, dass mir das wehtut, dass sich das noch immer nicht verändert hat. Nämlich Bildung ist der Schlüssel für das spätere Leben. Wenn die Kinder, wenn die Jugendlichen keine Ausbildung machen, wenn die Kinder und Jugendlichen nicht gefördert werden, begleitet werden mit ihrer Lernkompetenz, dann ist das schon einmal ein ganz schlechter Start. Sie brauchen nur jede AMS-Statistik anschauen, dann sehen Sie sofort, ui, Schulabschluss, nur Pflichtschule, bedeutet, naja, das geht noch irgendwie, jetzt haben wir einen Facharbeitermangel. Aber ohne positiven Pflichtschulabschluss, die sind einfach in der Arbeitslosigkeit. Und das ist nicht gut. Daher wollen wir durch vieles einfach dafür die Grundlage schaffen, dass, ob es jetzt Schulbuchaktion ist und andere Dinge, die wir von der Volkshilfe machen, dass es hier irgendwie, es wird eh nie gleich sein, zwischen Kindern von Eltern, die Geld haben, und Kindern von Alleinerziehenden, von Eltern, die wenig Geld haben. Also reden wir nicht drüber, das sind Illusionen zu glauben, das ist irgendwann gleich. Aber sie sollen zumindest begleitet werden und sollen jede Möglichkeit haben. Armut als Thema. Zweitens. Wir haben das Thema, dass wir natürlich in Europa als Österreich noch immer ein sehr, sehr gut aufgestellter Sozialstaat sind. Ich darf nur hinweisen auf aktuelle Situationen und Diskussionen. Im Burgenland besonders, und da bin ich sehr stolz und bin auch nicht sozusagen abseits gesessen, sondern überall mitgearbeitet, geht es den Eltern besser. Warum? Hier haben wir, das gibt es fast nirgends, Nachhilfe gratis, Ferienbetreuung gratis. Und nur in drei Bundesländern, in Wien, in Kärnten und im Burgenland, gibt es eine gratis Kinderkrippe und gratis Kindergarten. Wissen Sie, was das ausmacht? Bevor das so war, haben wir ständig Bittgesuche gekriegt, bitte geben Sie uns ein bisschen Geld, weil sonst kann ich nur Vormittag mein Kind in den Kindergarten geben und. Das ist einfach ein Fakt, dass Gott sei Dank das Land Burgenland hier sehr, sehr viele Förderungen hergibt, und die Kinderkrippe und der Kindergarten sind Bildungsstätten. Und auch darüber bin ich sehr froh, dass man nicht endlich, ich habe genug Diskussionen gehabt, dass man das jetzt endlich akzeptiert. Und wenn ich dort nicht hingehe, habe ich ein Problem. Ich habe Kinder begleitet, die das letzte Jahr, weil sie kein Geld gehabt haben, solange wir das nicht gefördert haben, nur im letzten Kindergartenjahr, das Kindergartenjahr, das Verpflichtende besucht haben. Nur in sogenannten Fehlstart. Viele sind aus der ersten Volksschule wieder zurückgestellt worden. Also daher sind wir froh, dass das so ist. Was tun wir? Was tun wir als Volkshilfe jetzt konkret? Weil es gibt trotzdem Menschen, denen es schlecht geht. Die arbeitslos sind, verwitwet sind, geschieden sind und so weiter, die nicht zur Rande kommen, obwohl sie im Burgenland sind und da eh viele Förderungen sind. Was tun wir? Das Erste ist einmal, und ich möchte wirklich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Wir haben seit Jänner den Wohnschirm vom Sozialministerium. Du hast deine Netzwerke, du hast deine Kontakte, sodass die Volkshilfe Burgenland den Wohnschirm hat vom Sozialministerium. Was ist ein Wohnschirm? Es geht darum, dass wir Menschen Halt geben, dass wir auch Geld hergeben können, wenn Menschen ihre Wohnung verlieren, ihr Haus verlieren oder gerade vor der Exekution sind. Das ist nicht selten so, weil schon die Mietrückstände so hoch sind. Da kommen dann die Menschen zu uns in den Volkshilfestationen, und wir haben ja in jedem Bezirk eine,
angefangen vom Neusiedler Bezirk bis Jennersdorfer Bezirk. Und das darf ich Sie bitten, natürlich auch weiterzugeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben jede Woche mehrere Fälle, wo wir dann gebeten werden, hallo, ich verliere meine Wohnung, ich verliere mein Haus, ich kann das nicht zahlen. Was ganz wichtig ist, und das ist immer ein Thema, ist die Energie. Und dafür nochmal bei dir danke, weil der Wohnschirm ist auch gleichzeitig Energieschirm. Das heißt, wir verhandeln dann als Volkshilfe mit der Burgenland Energie oder anderen Energieträgern, schauen, wie hoch die Rückstände sind, füllen die Anträge mit den Menschen aus und können dann den einen oder anderen Rückstand auch über diese Initiative ausgleichen. Weil wenn der nie auf Null kommt, dann ist vorbei. Ich habe jetzt gehabt, ich sage es ganz klar, einen ehemaligen Facharbeiter, der durch die Scheidung dann so geschlittert ist, dass der jetzt das Haus und vor allem den Strom, der Strom wäre abgedreht. Der hat das nicht gewusst. Wir haben geschaut, dass wir das hinbringen, das haben wir alles abwenden können. Nur wenn der nichts, keinen Nachlass kriegt, dann sollte er das mit dem Doppelten im Februar oder März. Naja, das hilft ja alles nichts. Weil da braucht er das Geld schon wieder für was anderes. Das heißt, zusammengefasst, der Wohnschirm und der Energieschirm sind etwas, was ganz klar hilft, wo auch Rückstände bezahlt werden können, ist ein Sozialministeriumsprojekt, das du an Bord gebracht hast und dem Burgenland zugestanden hast. Vielen herzlichen Dank. Im Namen der Menschen. Was ganz wichtig ist, ich habe vorher vom Schulstart gesprochen, das gilt aber auch für Weihnachten, das gilt für Geburtstage. Menschen, sie brauchen sie nur kurz umdrehen, wir gehen über. Das geht ganzen Tag so. Kaufen hier billig Nahrungsmittel, Toilettartikel im Sonnenmarkt, brauchen eine Karte. Und ich bitte Sie, das wirklich noch einmal zu sagen. Wir sagen es eh, wir schalten ein, wir informieren. Aber die Leute haben es noch immer nicht verstanden, dass sie für die Schatzgrube nichts brauchen. Da kann jeder hereinkommen, was abgeben und jeder auch kaufen. Was tun wir damit? Armut abwenden. Warum? Da kostet dann für eine Woche, ich begleite es ja oft, 20 Euro und du kannst für eine Familie wirklich eine Woche lang kochen. Warum? Weil das nur teilweise ein Promille kostet von dem, was es ursprünglich kostet. Geschenke, Schulstart, Kleidung, Bücher, alles was man braucht in der Schatzgrube. Das kostet auch minimalistisch. Es hat mich da vorher da drüben, weil wir drüben waren mit dem Herrn Kommandanten, ein Herr gefragt, was? Eine Hose kostet 3 Euro, die Hosen kosten wirklich 3 Euro. Und ich bin ja dafür bekannt, dass mein Auto immer voll ist, wenn ich in Eisenstadt bin. Viele Mitarbeiter auch der Regierung geben ihre Anzüge mit, nicht besser, aber die sind nicht wirklich gebraucht. Und dann geht der Pensionist mit der Mindestpension her, kauft sich einen super Anzug, wo du gar nichts siehst, um 15 Euro. Also das ist auch etwas Aktives, wo sich Menschen wirklich alles wieder leisten können. Und nicht, dass einer reingeht und sagt, ich kann mir nichts kaufen, weil ich habe nur mehr 4 Euro und jetzt haben wir noch 3 Tage in diesem Monat. Also das funktioniert hervorragend. Also auch die Schatzgrube ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ich habe noch mehr 2 Punkte. Der erste Punkt jetzt von meinen 2 letzten Punkten ist, das haben Sie gesehen, wir haben aufgerufen und haben gesagt, hey, wer noch nicht Urlaub war? Und das geht nicht, dass ihr nie zu einem Urlaub mit euren Eltern, mit euren Kindern kommt. Also Urlaub von der Armut war so die Initiative. Wir haben das von der Volkshilfe bezahlen können, weil wir viele Spenden kriegen. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, was wir da für Briefe und Anrufe kriegen. Das sind Menschen, die waren noch nie, das können wir uns ja nicht vorstellen, noch nie auf einen Urlaub, noch nie. Weil das einfach sie nicht ausgeht in Zeiten der Teuerung die letzten Jahre schon gar nicht. Das heißt, wir organisieren den Urlaub, wir rufen an, ob es jetzt, was weiß ich, in Lutzmannsburg die Sonnentherme ist oder an der Raab mit einem Schiff zu fahren. Wir rufen an, organisieren das. Der fährt hin und kriegt alles, kriegt nur mehr seine Gutscheine und ist dort anonym. Das heißt, da kommt er dann nicht ins Hotel und alle sagen, ah, das ist der kein Geld hat. Das weiß niemand. Das erledigen wir alles alleine. Wie sage ich dem Herrn, dass er ein bisschen ruhiger ist? Bitte, den Herrn bitten, silent please. Aber auf alle Fälle
Wir haben, und das ist ganz klar, der unzähligen Familien, ich habe noch nicht eine genaue Zahl, weil es manche jetzt erst in Kauf nehmen, aber eines kann ich Ihnen sagen, es ist so schön. Das ist so schön, die Eltern und die Kinder zu erleben, die jetzt manchmal dann ins Büro kommen und sagen, danke. Wir werden Ihnen das präsentieren Ende August und dann können wir Ihnen genau sagen, wie viele Familien haben da jetzt Gebrauch gemacht, wo waren es? Übrigens, das ist ganz verschieden. Weil der eine will schon immer mit dem Neusiedlersee irgendwas tun, der andere will nur irgendwo in einen Family Park und so weiter. Mein letzter Punkt. Natürlich sind wir auch jene und danke, dass Sie gekommen sind, weil wir benutzen Sie einfach als Drehscheibe. Wir können auch und machen das jeden Tag auf Spenden, Anrufe und Schreiben reagieren. Das tun wir jeden Tag. Wir zahlen teilweise in Wochen 2.000, 3.000 Euro aus. Solange die Töpfe, weil mir die Menschen vertrauen, wenn ich zu Spenden aufrufe, solange die Töpfe so voll sind, können wir das. Wir brauchen nur eine Situationsbeschreibung, um was geht's, warum brauchen die jetzt ein paar hundert Euro? Und dann können wir helfen. Und da braucht man nur ein formloses Schreiben, mir geht so und so. Und glauben Sie mir, ich habe selber jeden Tag irgendwelche Nachrichten auf irgendwelchen Kanäle, wo die sagen, ich kann nicht mehr, es geht sich nicht mehr aus, können Sie mir nicht ein paar hundert Euro helfen den Menschen schon. Und das können wir jederzeit. Und das ist ein formloses Ansuchen an die Volkshilfe. Gerne vorbeibringen, manche haben eine Scheu, das per Mail zu schreiben oder können es gar nicht, muss man auch klar sagen. Oder einfach ein WhatsApp, weil das sage ich den Leuten dann immer, WhatsApp reicht. Und das war es dann schon. Vielleicht noch ein kleiner Wink. Wir sitzen da in Möbelstücken sozusagen. Ich habe vor einigen Wochen, danke, aufgerufen zu bitte bringt uns Möbel. Und auch hier eine Bilanz gleich. 70 Anrufer in 3 Tagen. Unsere Mitarbeiterin, ich möchte mich da wirklich bedanken bei den Ehrenamtlichen. 70 Anrufe in 3 Tagen. Wir haben jetzt gesagt, verzeihen Sie, wir können das nicht gleich holen. Ich habe ja, das muss man ja planen. Wir haben auch von anderen Bundesländern Anrufe bekommen. Das heißt, diese 70 Angebote, wo wir gratis Möbel kriegen, werden jetzt bearbeitet. Die ersten eben aus Wien sind schon abgeholt. Ich arbeite hier mit arbeitslosen Männern und Frauen und im Bereich Möbel und Räumen braucht man natürlich dann auch die Männer. Die habe ich in jedem Markt, das sind die Fahrer, aber gleichzeitig auch sozusagen die Möbelschlepper. Aber ein Satz einschränkend dazu, wir können nicht alles nehmen. Wir sind zwar ein Reuse-Projekt, aber wir können nicht alles nehmen. Der eine oder andere Herr war jetzt letzte Woche ein bisschen beleidigt auf mich. Das ist eine unglaubliche Wohnzimmer-Hinterwand. Die kriegen wir nie los, vor allem kriegen wir es da gar nicht heraus. Und da müssen wir dann einfach sagen, vielen Dank, wir nehmen das sehr ernst, wir bedanken uns, aber das können wir nicht nehmen, weil ich habe weder Tischler noch Maurer, dass wir das überhaupt dort ausschrauben, aus der Bad einer Wohnung. Und daher, ich muss mich dann halt manchmal auch entschuldigen, dass wir die Möbel nicht nehmen können. Ja, vieles der Projekte haben wir dir zu verdanken. Ich darf weitergeben, weil du natürlich so der Netzwerkpartner für alle Volkshilfe-Bundesländer sind. Wir schauen übrigens auch ganz verschieden aus. Manche Bundesländer sind ganz anders organisiert wie wir. Wir sind sehr breit aufgestellt. Von 281 aktuellen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sind 182, gerade habe ich wieder eine Dame für Siegendorf aufgenommen, 182 in der Pflege und der Rest ist einfach AMS, sozialökonomische Betriebe und so weiter. Danke, einfach schlichtweg danke und danke, dass du uns heute besuchst. Ja, danke für die Einladung, liebe Verena, und vielleicht beginne bei dem, was ist eigentlich unser Ziel? Eigentlich ist unser Ziel, dass jeder Mensch ein gutes, für sich gelingendes Leben leben kann. Das ist uns wichtig, weil wir davon überzeugt sind, wie viele Menschen, dass jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ein menschenwürdiges Leben leben darf, leben kann, leben soll. Und es gibt leider Menschen, denen es nicht gelingt. Und es liegt meistens nicht nur an dem individuellen Versagen, dass es nicht gelingt, sondern eigentlich ist der ausschlaggebende Punkt meistens eine strukturelle Benachteiligung. Und das beginnt im Aufwachsenprozess eines Kindes. Wenn ein Kind Eltern hat, die wenig Einkommen haben,
dann sehen wir in der Statistik, dass die tendenziell, wenn sie erwachsen sind, arbeitslos werden, sich schwer tun am Arbeitsmarkt, oftmals Sozialhilfe brauchen, immer wenig verdienen. Und diese strukturelle Benachteiligung bildet sie eben ab, dass die Schule heute nicht mehr gratis ist, so wie vielleicht in den 70er, 80er Jahren, sondern die Schulkosten sind gestiegen auf 1.500 Euro pro Jahr. Das können sie viele Familien nicht leisten. Überhaupt ist die Teuerung das Problem der letzten, kann man sagen, 2-3 Jahre in Österreich, dass die so extrem, die Teuerungen so gestiegen sind, dass die Menschen individuell Probleme haben, mit dem Einkommen auszukommen. Und deshalb benennen wir immer wieder, so wie du, auch die Armut, weil die Armut letztlich die Negation von einem guten Leben ist. Wenn ich arm bin, dann gelingt mir ein gutes, gelingendes, freudiges Leben definitiv nicht. Und die Menschen suchen sich diese Armutslage nicht aus, ja, sondern die sind gefangen oft in dieser Armut. Und deshalb müssen wir auf einer politischen, auf einer organisatorischen Ebene und einer individuellen Ebene ansetzen, um die Gesellschaft nach vorne zu entwickeln. Und wenn man jetzt das versucht, die Volkshilfe Burgenland haben wir eingeladen, und ich bin wirklich beeindruckt. Und wenn man das jetzt versucht durchzugehen, dann könnte man beginnen bei dem, dass die Volkshilfe Burgenland, du an der Spitze, wirklich die bemühst, dort, wo Menschen in Not einmal sind, ganz konkret zu unterstützen und zu helfen. Das bildet sich im Schulstartgutschein aus von dir mit den 50 Euro, über das, was sozusagen bundesweit gemacht wird. Das bildet sich ab, indem man sozusagen an dem Bildungsfonds, den wir durch Spender und Spenderinnen finanzieren, dass ihr hier mitmacht. Also individuell dort, wo Menschen in Not sind, sie zu unterstützen. Das ist die direkte Hilfe. Das, was mich extrem beeindruckt hier an dem Ort ist, wie man versucht, professionellst Menschen vielfältig zu unterstützen. Einerseits hast du beschrieben, also Menschen mit wenig Einkommen können daherkommen, werden nicht beschämt, gehen in einen super toll ausgestatteten Markt, ja, sind Teil des Lebens und bekommen hier günstigere Lebensmittel oder Bekleidung, Bücher, Kinderspielzeug oder ein Fahrrad, was gerade geschenkt worden ist. Das ist das eine, was zentral ist, dass Menschen, die wenig Einkommen haben, hier quasi einkaufen können zu niedrigen Preisen. Das Zweite, was aber so beeindruckend ist, ist, dass dieser Markt Arbeitsplätze schafft. Das heißt, dass Verena Dunst und das Team hier ganz konkret neue Arbeitsplätze schafft. Menschen, die womöglich ausgeschlossen waren, sie wieder reinholt. Es ist ja nicht die Idee von einer Sozialorganisation, dass die Leute nicht arbeiten gehen sollen, weil Arbeit ist ja sinnstiftend für uns Menschen, sondern dass damit wiederum Menschen eine Chance bekommen, am Arbeitsmarkt zu Fuß zu fassen. Das Beeindruckende auch da ist, dass es im Zentrum was es ist, dass Leute wirklich den Weg herfinden, dass die Gemeinde belebt wird durch solche Einrichtungen. Und auch berührend ist, wie viele Ehrenamtliche hier tätig sind. Ja? Also einerseits Menschen so weit in der Früh, beim Herreingehen schon eine Gemüsetruhe mitgenommen wird, die hier zur Verfügung steht, oder jetzt sogar der Mann mit einem Fahrrad und andere Spenderinnen. Das heißt, das ist ja was Schönes, ja, ein freudiges Leben zusammenzuhalten. Und Leute, die darüber hinaus auch dann wirklich noch aktiv sind, die Regale einräumen, die einschlichten, ja, die sortieren. Und das zeigt, finde ich, unglaublich gut, dass Professionalität mit Solidarität und mit Humanismus und was Positivem zusammengeht und hier ganz konkrete Hilfe geleistet wird, ohne Beschämung, ohne Abwertung. Das passiert gerade jetzt Menschen. Auch ständig und wer auch mit Gemüse und was weiß ich, die Dame hat jetzt ja. Auch wieder abgegeben. Ja, Wahnsinn. Also gerade im amerikanischen Wahlkampf ist ja das Thema jetzt gerade mit der Freude vom Vizepräsidenten. Ich finde das wirklich einen schönen Begriff. Wollen wir in einer freudvollen Gesellschaft leben, wo so miteinander gelebt wird und wo der eine was hat und Gemüse mitbringt und was teilt? Oder wollen wir in einer nur Abgrenzungsgesellschaft leben? Also die direkte Hilfe, die im Sozialraum, die da organisiert wird, Arbeitsplätze schaffen und die Menschen zu beteiligen. Und natürlich auch das politische Element,
wo wir versuchen, zum Beispiel strukturell gegen die Kinderarmut anzugehen, mit einer Kindergrundsicherung. Und da möchte ich schon lobend die Volkshilfe Burgenland sagen und auch wieder Verena Dunst an der Spitze. Also wir haben jetzt schon dreimal die Tour der Chance durch Österreich gehabt. Und das, was im Burgenland heuer aufgestellt worden ist, dass wir in die Schulen fahren dürfen, mit den Kindern, mit den Schülern reden können, dass da vor Ort ein Riesenfest gemacht worden ist, das ist schon toll, weil es auch zeigt, soziales Engagement kann auch Lust machen, kann spannend sein, ist eine wechselseitige Anerkennung der Menschen und bringt auch etwas weiter in einer Zeit, wo wir unter einer extremen Kostenlast, Teuerungslast leben, immer mehr Menschen eben ein Problem haben, ihr eigenes Leben zu finanzieren oder in Zukunft, wenn sie sehr jung sind, ihr Leben auch aufzubauen. Das war früher einfacher. Ja? Also, weil meine Eltern beispielsweise, die sind davon ausgegangen, dass es mir in dem damaligen Aufwachsenprozess besser gehen wird als ihnen, ja, der Nachkriegsgeneration. Und das ist jetzt auch statistisch betrachtet einfach definitiv nicht mehr gegeben. Wir sind eher letztlich eher mehr Abstiegsgesellschaft. Also zusammenfassend möchte ich den Namen meinen Respekt dir, liebe Präsidentin, allen Kolleginnen und Mitarbeiterinnen ehrenamtlich wie hauptamtlich der Volkshilfe Burgenland sagen. Es ist unglaublich, was ihr geleistet und vor allem auch in so kurzer doch Zeit so eine riesige Organisation aufgebaut haben. Und vielleicht am Schluss noch, wenn wir selbstbewusst gemeinsam entschieden, eine Kampagne zu machen, wo wir abbilden die Pflegerinnen, ja, die Hausfrauenpflegerinnen, die Betreuerinnen. Wir wissen, wie es geht. Ich würde mir oftmals von der Politik wünschen, dass sie uns fragen, in dem Fall sind wir die Expertinnen im Sozial-Gesundheitsbereich und nicht immer besser wissen, Dinge entscheiden. Wir wissen, unsere Kolleginnen, was braucht es in der Pflege. Wir wissen es in der Sozialarbeit. Und auch die Angehörigen zum Beispiel von Pflegebedürftigen, die wissen auch mehr, wie es geht, als so manche, die nur politisch entscheiden oder politisch darüber reden, aber nicht wirklich betroffen sind. Genauso wie Leute, die daherkommen, spenden, haben einen Grund, eine Motivation, das zu tun. Betroffene, wir sind selbst sozusagen oft die Expertinnen und wir würden nur wünschen, eine Welt, wo wir, wie am Beginn genannt habe, alle ein gutes, gelingendes Leben leben können, dass alle Menschen ein menschenwürdiges Leben leben können. Die Grundidee ist ja uralt und baut ja auf Kant auf. Nicht? Die Würde des Menschen ist das Entscheidende. Und das, wir wollen keine Gesellschaft haben, wo einfach ein Teil komplett weggerannt wird, ausgeschlossen wird oder benachteiligt wird. Dafür leben wir Volkshelfer und Volkshelferinnen, aber nicht nur wir, sondern ein Großteil der Bevölkerung, die bereit sind, aufeinander zuzugehen. Und nochmal Respekt, Anerkennung, liebe Verena. Wir zwei, unschlagbar. Erich Fenninger war mein erster Landesgeschäftsführer. Ja. Er hat ihn der Bund sehr, sehr rasch entzogen. Weil wir haben begonnen 2002 gemeinsam die Volkshilfe aufzubauen, weil es war nichts, gar nichts da. Vielleicht darf ich zusammenfassen. Heute ist es mir gegangen darum, dass wir unsere neuen Initiativen besprechen, der Bevölkerung klar machen. Es gibt jetzt eine eigene Schulstartaktion der Volkshilfe Burgenland. Die kommen zu uns, die Eltern, holen sich die 50 Euro Gutscheine bei uns ab und haben 50 Euro Vorsprung für ihre Kinder und können jetzt schon einkaufen für den Schulanfang. Das zweite, ganz wichtig, der Wohnschirm und der Energieschirm. Hier haben wir eine große Expertise aufgebaut, hier können wir Menschen helfen. Das, was Sie nachweisen müssen, ist, dass Sie wirklich auch nachhaltig dann das Haus später, wenn hier bestimmte Dinge ersetzt werden, Rückstände ersetzt werden, und da sagt das Sozialministerium ganz klar, nachhaltig, das muss dann auch so sein, dass man eine Zukunftsperspektive sieht, wenn man schon ein Geld nachlässt und wir das dann gemeinsam aufstellen. Also auch hier danke nochmal an das Sozialministerium bzw. an dich, du das organisiert hast. Und zuletzt noch einmal auch betonend, wir freuen uns über jede Spende, ob das jetzt monetär ist oder man bringt was her, egal in welchem Bezirk. Zweitens, ich möchte mich auch in diesem Rahmen noch einmal ganz klar bedanken für und bei den Ehrenamtlichen. Und wenn es Ihnen recht ist, wenn Sie Ihre Fragen gestellt haben, dass man die kurz auf ein Foto stellt, weil
Ich arbeite schon Tag und Nacht ehrenamtlich für die Volkshilfe. Die aber auch. Die sind jeden Tag da.